Hallo Leute, hier ist wieder Xie und weiter mit The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind immer noch mit den Nebenaufgaben beschäftigt, haben in der letzten Folge ein paar Herzteile eingesackt und wollen uns nun das nächste holen. Denke ich jedenfalls. So, was ist denn die Höchstpunktzahl? Ach so. Ah. Also gibt es doch nur eine Steigerung. Die Höchstpunktzahl. So. Das heißt wirklich jetzt. Alles an Erdbeeren. Da darf nichts schief laufen. So, noch die hier. Erdbeere. Einfach nur ganz sachte dadurch steuern. Gar nicht beschleunigen oder sowas ist nicht nötig. Wozu denn? Wir haben doch Zeit. Ja, diese riesigen Melonen hier. Schade. Hä? Wo habe ich da nur die 10? Achso, der ist in die 10. doch reingeflogen. Schön. Ja, aber wir verlieren ja nichts, wie gesagt. Von wegen schwach, ich probiere das nochmal. Ich bin ja gespannt, was der andere für uns auf Lager hat. Die Höchstpunktzahl. Nee. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Dieses Fliegen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, wäre auf der Wii die pure Hölle. Also in der Wii-Version, sagen wir so. Ich spiele das ja momentan schon auf der Wii, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist wieder die Melone hier. Nein! Verdammt! Naja. Habe ich eigentlich schon vergeigt, glaube ich. Ist halt die Frage, was rechnen die als die Höchstpunktzahl? Die wirklich absolute Höchstpunktzahl, die man erreichen kann, oder irgendeinen bestimmten Wert, bei dem der. Ach nee, wisst ihr was? Keine Lust. Wenn ich so verbocke, dann tue ich mir das nicht an. So, jetzt wieder die Szene. Ich hämmer schon. Macht's doch nicht immer so theatralisch. Jetzt fehlt nur noch ein Wie schade. So. Auf. Mit der Erdbeere. Das war nicht einfach. Die drehen sich alle schon immer so unheilvoll. Jetzt müssen wir die wieder erwischen. Ja, Mist. Toll. Den Slalom habe ich nicht perfekt hinbekommen. Aber gut, ich habe auch eine Erdbeere verpasst.
Auf deinen Hohn kann ich verzichten. Und ich werde auch nicht locker lassen, das wird jetzt geschafft. Kann sein, dass ich irgendwann mal einen Schnitt mache und dann schneide bis zu dem Punkt, an dem ich es geschafft habe, aber ich werde nicht locker lassen. Und so schwer ist das jetzt auch nicht. Da gibt's Schlimmeres. So. Erdbeere Nummer 1. So, den nächsten. Die hier. Konnte er denn nicht mal sagen, was die Höchstpunktzahl genau ist? Damit ich wenigstens einen Wert habe, ab dem ich weiß, okay, jetzt hast du es geschafft. So. Wie soll ich die kriegen? Da muss ich genau durchpassen. Mist. Da sind ja auch noch welche. Muss man erst mal wissen. Wenn ich den Versuch jetzt zu Ende bringe, vielleicht sagt er mir ja dann, welchen Wert er denn gerne haben möchte. Auf jeden Fall haben wir die Höchstpunktzahl jetzt nicht erreicht. Wir haben den alten Rekord erneuert, aber wir haben keine neue, wir haben keine Höchstpunktzahl. Aber gut, dass ich diesen kleinen Gang mit den 4 Erdbeeren noch gesehen habe. Wenn ich den erwische, ja, das sind einige Punkte. Da kann ich dann auf die, die unten war, auch eigentlich verzichten. Denn die kriege ich garantiert nicht alle. 16.007 Punkte. Oh, du hast einen neuen Rekord aufgestellt. Hier, für dich. Dafür kriege ich so viel Kohle? Na, das ist toll, oder? Vielleicht hast du ja noch die Höchstpunktzahl, ja. Aber gut, wenn ich jedes Mal höher komme und dann 100 Rubine kriege, das ist... Nee, sag ich auch nicht nein. Also, von dem her. War da gerade ein Pentagramm auf der... Ja doch, ne, okay. Ist natürlich Ansichtssache. Für mich sah es für einen Moment wie ein Pentagramm aus. Eine Pentagramm-Orange. Oh, warum nicht? Das Pentagramm ist ein schönes Zeichen. So. Nee, mach ich nicht mit, Leute. Wieso habe ich denn hier... Achso, oh, er hat mir ja vorher erklärt, B. Neustart mit B, oder? Ja, ja. Du kannst... Na okay, der kann's besser. Wobei, wenn er unten an so einem Riesenvogel dranhängen würde, bin mir sicher... Dass das auch nicht besser könnte. Diese Jahrmarktmusik nervt auch kein bisschen. So, Erdbeere Nummer 1. Neustart. Hey, was willst du denn? Mittendrin anhalten. Bei diesem Anfang hier kann ich
getrost ein wenig beschleunigen. Ah, jetzt verstehe ich, wie ich dir eine Erdbeere kriegen hätte sollen. Genau auf die Art und Weise, dann werde ich ein bisschen kleiner. Gut, gut. Dann weiß ich das jetzt auch. Ich bin gerade wieder nicht in der Lage, das Ganze so wirklich auswendig zu lernen. Mist. Aber nach der Reihe kommt er dann erstmal wieder nichts mehr. Diese Musik wird mich verfolgen. Schade, dass keine extra Punkte. Na, okay, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Jeder extra Punkt, den es für irgendetwas Besonderes gäbe, wäre nur schlecht. Es hieß, ich müsste dieses und jenes auch noch machen, um hier eine gute Punktzahl abzuliefern. Ja. Ja, so eine kleine Spitze von den Flügeln darf in der Wand drin sein, aber halt nicht komplett. So, das ist nicht so schwer. Whoop. Ich mir denke, dass ich vorher hier noch von diesen Viechern mit Pfeil und Bogen beschossen wurde. Und jetzt fliege ich hier durch und sammle Ballonfrüchte. Ah, okay. Und höher als das wird's nicht. Gut, dann beenden wir die Runde mal mit diesem Ergebnis. Dann weiß ich jetzt, also jetzt habe ich genau eine Erdbeere nicht bekommen. So, mal sehen, was sagt er denn jetzt. Das ist noch nicht die Höchstpunktzahl, nehme ich an, ne? Zur Not kriege ich einfach wieder 100 Rubine, was ja auch nicht verkehrt ist. Also die Rüstung können wir uns auf jeden Fall kaufen, sobald ich hier fertig bin. Aber da gibt es ja noch einen zweiten Vogel. 51.214 Punkte. Yep, noch ein oranger Rubin. Ja, yeah. Die eine Erdbeere, die noch fehlt. Als es hat nur noch eine gefehlt, also noch bin ich nicht in Schnittstimmung. Das klingt seltsam. Nein, also, momentan sehe ich noch keine Nötigkeit, dass ich einen Schnitt machen müsste. Ja, dann haben wir die hier wieder. Ich muss das nur erstmal reinbekommen, wie ich das Ganze zu machen habe. Dann geht das Ganze wie von der Maschine. Whoop. So. Nächste.
Genau. Hier sind keine, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Dann kommt jetzt da die nächste böse Stelle. So, hier wollen wir runter. Haben wir vorne diese Erdbeere, genau. Der direkt vor so einer Melone thront. Wupp. Nein, nein, nein. Gott, wie mache ich das denn? Wie muss ich denn diese Kurve nehmen? Oder muss ich über die andere... Ah, ich glaube, ich muss über die andere Melone drüber. Es geht einfach nicht schneller. Ich lerne noch, ich lerne. Schneller. Also, dass ich die am Anfang mitnehmen muss, ist mir ziemlich klar, denn das könnten die entscheidenden 24, oder? Die entscheidenden 24 Punkte sein, die mir dann eventuell fehlen würden. Also, ja, wenn von Höchstpunktzahl die Rede ist, dann und kein spezieller Wert genannt wird, dann heißt es wohl einfach alle Erdbeeren und das, was am Anfang alles kommt. Warum sollte man die Punkte auch weglassen? Wäre ja Blödsinn. Das wäre unrealistisch. Neue Stadt. Die Beine von dem Bull waren zwar schon in der Erdbeere drin, aber wenn sie meinen. Nach dem Versuch schaue ich mal, wie viel Zeit ich schon verplempert habe. Sag mal, wenn 20 Minuten vorbei sind, mache ich dann auf jeden Fall mal einen Schnitt. 20 Minuten sind genug Videomaterial für sowas. Dann mache ich das außerhalb der Aufnahme. Weil ich es geschafft habe. Na gut, das ist ja sowieso immer so eine Sache. Während der Aufnahme läuft es ja meistens schlechter. Einfach ja. Vorführeffekt. Ich muss ja auch noch irgendwas dabei sagen. Hier ist auch nicht am Rand oder wo noch eine Erdbeere? Nein. Ja, toll. Wenn die nicht in der Reihe sind, okay. Letzter Versuch mit Aufnahme und dann mache ich einen Schnitt. Dann sehen wir uns gleich wieder, nachdem ich die Aufgabe bewältigt habe. Ewig wird es nicht dauern, denke ich. Tageszeit sogar hier drin bemerkbar. Finde ich interessant.
So, jetzt kommen wir gleich wieder zur ersten Problemstelle. Ja, ich muss das mit dem Beschleunigen machen. Ansonsten knall ich da bloß wieder irgendwo gegen und dann treffe ich die garantiert nicht. So. So. Jetzt sind wir hier. Ja, ich versuche mal jetzt über die eine Melone drüber zu fliegen. Ja? Ja? So. Ja? Mhm. Komm, die letzte. Ja, wir haben alle erwischt. Zumindest meines Wissens nach. Immer dann, wenn man den Schnitt machen will. So, jetzt komm. Das war die Höchstpunktzahl. Bitte. Was? Wo habe ich da welche? Okay. Ja, Leute, dann mache ich das jetzt mal eben außerhalb der Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Es ist geschafft. Unglaublich! 61.454 Punkte? Nee, warte mal. Ganz lässig die Höchstpunktzahl? Das ist ja unglaublich. Das war ja ganz schön aufregend. Hier, nimm das. Das war wirklich Wahnsinn. Kannst du mir das noch einmal zeigen? Nö. Oh. Ich habe das Ganze jetzt für 200 Rubine getan, obwohl ich mein Geldbeutel schon voll war. Willst du mich verarschen? Ja, was war das Problem? Ich habe eine Erdbeere übersehen, die nach dieser kleinen Höhle, wo ich beschleunigen musste. Da musste man dann ganz steil nach oben ziehen. Und da war dann noch eine. Jetzt ist es zu spät, toll. Dachte ich gerade, ich könnte mal in den Laden gehen und mir die Magierüstung holen. Aber nein, dann eben nicht. Wie komme ich jetzt wieder nach unten? Na gut, da unten war noch eine Möglichkeit. Gut, dann gehen wir zum nächsten Vogel. War eigentlich blöd von mir. Ich habe das Herzteil doch schon bekommen. Aber gut, damit ist bewiesen. Ich habe die Höchstpunktzahl. Es gibt eine Höchstpunktzahl. Ich habe sie erreicht und wie dem auch sei. Nein, der war ja hier. So, mal sehen, was der Vogel von mir möchte. Wahrscheinlich dann das Ganze nochmal hier. Hey. Ach ja. Nein. Moment. Oh, da bist du ja wieder. Oh, willst du etwa irgendwas anderes von mir? Ach so. Ah, das ist derselbe. Gut, dann sind wir hier fertig. Gott sei Dank. Okay, naja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht, aber naja. Es ist halt einfach ein blödes Gefühl, sage ich jetzt mal, wenn man gedacht hat, man hat eigentlich alles richtig gemacht und wenn man denkt, man hat eigentlich alles richtig gemacht und dann stellt sich heraus, nö, du hast da irgendwo ganz oben im Eck was vergessen. Ah gut, es ist erledigt. Ich hab's sogar als Videobeweis und ja, wir können weitermachen.
Was haben wir denn sonst noch zu tun? Der Hylia-See ist jetzt soweit fertig. Jetzt hole ich mir erstmal die Magierüstung. Dann. Wie wär's, wenn wir ins Schneegebiet gehen und dort einfach mal eine Runde snowboarden? Oh Gott, nicht diese Laden schon wieder. Ich will nur die Rüstung und dann bin ich weg. So, die Magierüstung. Verfügt über mysteriöse magische Kräfte. Mit dieser Rüstung gehst du sicher durch jedes Abenteuer. Jetzt, herzlichen Glückwunsch, das war die letzte Magierüstung, die wir noch auf Lager hatten. Wer hat denn sonst noch eine gekauft außer mir? Du hältst die Magierüstung. Solange du sie trägst, verwandeln sich deine Rubine in magische Energie. So wirst du immun gegen jede Art von Angriff, verlierst aber bei jedem gegnerischen Treffer viele Rubine. Sind deine Rubine aufgebraucht, verliert die Magie ihre Wirkung, deine Bewegungen werden träge. Ich wusste doch, dass diese Rüstung gegen einen Haken hatte. So, ich verzieh mich. Ich bin weg. Ansonsten haben wir hier noch irgendwas zu tun. Nö, was das Quellwasser betrifft, ich habe keine Ahnung, wo ich das herkriegen soll. Da werde ich mich eventuell informieren, bevor ich jetzt hier an jede mögliche Wasserquelle gehe, um mir dort das Wasser zu holen und zu merken, nein, das brauchten wir nicht. Es sei denn natürlich, Moment, ich probiere es, ich hole mir jetzt erstmal einfach nur Wasser. Ich gehe zu den Zoras, hole mir da Wasser und gebe es dem im Süden von Hyrule-Stadt. Denn wenn der das haben will, dann ist es auch das Richtige. Ich weiß ja nicht, ob es speziell jetzt Quellwasser sein muss oder einfach nur Wasser. Quellwasser, ja, ich. Wo wäre denn eine Quelle? Also eine. Jetzt probiere ich es hier und dann probiere ich es mal bei. Dann gehe ich nach Kakariko und nehme mir dort ein. Nehme mir dort dann. Etwas Wasser mit. Vielleicht ist das ja dann der Quellwasser. Ich habe keine Ahnung. So. Jetzt haben wir hier erstmal Wasser. Ach, hier sehen sie mich wieder. Ja, ja, sehr gut. So. Dann gehen wir wieder raus. Und wieder zum Goronen. Ja, das Snowboarden habe ich schon nicht vergessen. Das machen wir gleich. Alles zu seiner Zeit. In den einzelnen Steppen müsste ich mich dann auch noch irgendwann mal genauer umsehen. Da gibt es sicher auch noch irgendwo Herzteile. Ich finde es da ein bisschen schade, dass es nicht mehr so wie in Ocarina of Time ist, dass dann immer in einem Gespräch so ein, ja, die Textbox kam mit, wähle mit C diesen und jenen Gegenstand aus, um ihm der Person zu zeigen. Oder? So gab es ja doch nicht mehr, wenn ich mich recht erinnere. Ich will halt nur nicht, dass Link mal wieder, meint wie bei dem ersten Goronen. Na, schau mal, ich habe hier eine Flasche Wasser. Weißt du was? Die gieße ich jetzt hier auf den Boden. Na, da ist ein kostbares Wasser. Boah. Ja. Wenn ich etwas. Ja. Es ist kein Quellwasser. Ich dachte es mir. Gut, dann tun wir hier mal kurz die Pflanzen bewässern. Ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst damit bewässern sollten. Ansonsten haben wir jetzt hier auch nichts mehr vergessen, denke ich. Ich muss mal kurz da hinten in die Ecke schauen.
Nein. Ja genau. Kakariko. Denn das ist ja eine Quelle. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann das Wasser ist, was die haben wollen, aber... Ah, jetzt... jetzt glaube ich, weiß ich, was die wollen. Wenn es das Wasser hier auch nicht ist, dann gehe ich mal rauf und hol mir dort ein Wasser, wo die heiße Quelle ist. Ja, das ist auch wieder nur Wasser. Ich hoffe, es ist nicht wieder so wie in Majora's Mask, dass man... Ja, sehr gut. Ich hoffe, es ist nicht wie in Majora's Mask, dass man dann so ein heißes Quellwasser hat und das unbedingt heiß zu denen bringen muss. Und wenn man sich dann teleportiert, dann ist es natürlich so, dass dann so viel Zeit vergangen ist, dass dann... das Wasser plötzlich erkaltet ist. Aber ansonsten gerade so lange warm ist, dass man zu Fuß hinkommt. Hauptsache, man kommt nicht zu leicht voran. Ich stelle mich jetzt einfach mal hinter dich. Darf ich mich hier verwandeln? Nein, immer noch nicht. Ach komm, den Leuten ist es doch so egal. Ist immer noch der Abdruck. So, da kommen wir ja nicht weiter. Das haben die ja verschlossen. So, dann hilf uns du mal bitte. Ja, ich möchte nach oben. Ja, bitte. Und hinauf. Genau. Ja. Genau so, Link. So, das hier wäre jetzt noch so eine Quelle, wo ich mir vorstellen könnte. Ah! Trinke es, solange es warm ist, um all deine Herzen aufzulegen. Wenn es kalt ist, wird es einfach noch zu... Oh, es ist natürlich wieder... Ah, gut. Ich kann mich also schon mal von hier aus... komm, das krieg ich zu Fuß doch gar nicht hin. Ja, aber wahrscheinlich ist es dieselbe Notlösung wie in... Ja, sehr wahrscheinlich. Oder auch nicht. Okay, dann beeilen wir uns und bringen das Wasser zu dem Goronen. Versperrt mir nicht den Weg. So. Ich hoffe, es hält noch. Ich hoffe, es hält noch. Moment. Ist es schon zu Wasser wieder Nein, oder? In Majora's Mask kam wenigstens die Nachricht, dass es kalt geworden ist.
gib dich doch einfach damit zufrieden da. Ich schütze dir sogar auf den Hax. Auf den Fuß, meine ich. Also muss ich das tatsächlich so machen. Mhm. Ganz wundervoll. Zauberhaft, um nicht zu sagen. Ich jetzt auch nur eine Flasche mit die Zeit, die ich damit zubringe, die andere zu holen, ist schon wieder zu lang. Ja gut. Also, jetzt erst hier hochgehen, sich verwandeln. Als Mensch dann möglichst schnell hier hinkommen. Zum Wolf werden. Und dann die ganze Strecke laufen und hoffen, dass ich ankomme, bevor das Wasser kalt ist. Wie gesagt, ich mochte die Aufgabe schon in Majora's Mask nicht. Mask. Bevor es jetzt jemand falsch versteht. Ich weiß schon, wie das Spiel heißt. Warum auch immer du da jedes Mal dagegen rennen musst. Ich verstehe es nicht. So. Die kommt dahin. Die kommt dahin. Nein. So, mal sehen, darf ich mich wenigstens in einen Wolf verwandeln? Nein, ich darf mich nicht mal in einen Wolf verwandeln. Was soll das denn bitte? Ich muss auch noch Mensch bleiben. Jetzt wird's aber langsam unrealistisch. Nach oben bitte. Na gut, dann. Wahrscheinlich bekomme ich dann auch nicht mal eine Nachricht, wenn es so passiert, dass normales Wasser draus wird. Wieso kannst du da nicht einfach drüber springen oder dich wenigstens festhalten? Na gut, ja klar, dann muss ich halt mit Epona reiten. Nee, ich bin mir sehr sicher, dass ich da nicht mal eine Nachricht bekomme, wenn das Wasser erkaltet. Es wird dann einfach plötzlich dunkler, also. Das Ding da oben. Ey, was soll das denn? Wie soll das gehen? Wo haben wir denn bitte diese Quelle? Moment, ich gehe nochmal nach Kakariko. Vielleicht gibt es ja zufällig auch noch
eine Stiftung dafür, dass irgendwie, ich weiß nicht, eine Sauna entsteht oder sowas. Und sonst muss ich mich in der Stadt nochmal umsehen, denn wenn das Wasser derartig schnell kalt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das zu Fuß transportieren soll. Es muss da noch eine andere Möglichkeit geben. Und ich habe jetzt kein Problem damit, nochmal Geld zu sammeln. Das ist schon im Bereich des Möglichen, aber ich will wenigstens irgendeine Möglichkeit haben, dieses Wasser zu transportieren. Oh Gott! Willkommen im Makro-Kakariko! In unserer Filiale in die Ruhe Stadt bekommst du zuerst Eröffnungsrabatt. Das solltest du nicht entgehen lassen. Kaufst du. Wenn du willst, dann kaufst. Bei deinem Maromarkt, ja. Hä? Wieso bist du hier? Zeit ist Geld, meine Zeit ist besonders kostbar. Na gut, dann gehen wir halt in die Stadt und suchen dort irgendwo nach einer heißen Quelle. Hier wird mir ja wohl kaum jemand eine Thermoskanne verkaufen. Das Einzige, was sagen. Na, genau. Ich hol mir Suppe und kipp dem einfach Suppe drüber. Der braucht kein Quellwasser. Hauptsache warm. Nee. Aber ernsthaft, wo kriege ich hier das Quellwasser her? Ich habe in der Stadt keine Möglichkeit gesehen, Quellwasser zu bekommen. Das Wasser im Brunnen ist definitiv nicht warm genug. Das Einzige, was ich machen kann, ist mich in den anderen Gebäuden mal umzusehen. Das heißt aber auch im Klartext nochmal in den Maro-Markt. Schauen wir nochmal kurz hier rein. Vielleicht haben sie ja nochmal umgebaut. Kann ja sein. Es sieht allerdings nicht danach aus. Nein, das sieht noch ziemlich genau so aus wie vorher. Was? Der schon wieder? Ah, mein junger Freund. Und? Alles bestens? Jetzt, wo du ein echter Superstar bist, wirst du auch sicher deine eigenen Rekorde brechen, oder? Oder etwa nicht, junger Freund. Im Moment kostet dich nur läppische 20 Rubine pro Versuch, wenn du an Star-Challenge teilnehmen willst. Liebe nicht. Puh. Glück gehabt. Was? Aber du enttäuscht mich, junger Freund. Aber gut, die Star-Challenge steht dir jederzeit offen. Nein, ich glaube, ich bin hier fertig. Ich denke, ich bin hier fertig, ja. Hier gab es nichts mehr zu sehen. Prinzessin Agneta hat wahrscheinlich keine. Ich könnte hier mal hinein sehen. Mal schauen, was diese Dame uns sagt. Oder war es eine Dame? Ja, war eine Dame. Ah, ich darf mich hier sogar umsehen. Gut, dann schauen wir mal, was sie. Willkommen bei Magikana. Wenn du willst, öffne ich dir die Tür zu deiner wahren Bestimmung. Willst du etwas über dein Schicksal erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Für eine 10 Rubine öffnet sich dir die Tür zu deiner eigenen Zukunft. Willst du sie durchschreiten? Na klar, das Geld habe ich. So sei es. Nun, welche Tür soll sich für öffnen? Arbeit, Liebe? In unserem Fall jetzt wohl erstmal Arbeit. Ich habe es vernommen. So will ich dir denn die Aufgaben enthüllen, die deiner harren. Gut, es sei. Kalimba Karamba, Zarimba Zalamba. Tabam! Flieh nicht vor dem, was du vor Augen siehst. Im Norden der Stadt liegt Schloss Hyrule, deutlich zu sehen für jedermann. Das war alles? Hat es dir gefallen? Verlierst du dein Ziel wieder aus den Augen, komm jederzeit erneut hierher. Na, das hat sich ja gelohnt. Wegen Liebe kann ich ja später nochmal nachschauen, jetzt will ich erstmal. Was habt ihr da alle? Ach so, ne, Maromark-Tüten. Papa verkauft frisches Quellwasser, aber in letzter Zeit kommt keine neue Ware, deshalb hängt er im ganz am östlichen Tor rum. Wenn ich mit ihm reden will, säuft er einfach nur. Kannst du nicht irgendwas tun? Wenn man ein Problem hat, redet man am besten mit dem Ältesten im Dorf, aber der Weg ist viel zu weit für mich.
Aha. Sehr gut. Dann weiß ich, was ich machen muss. Vielleicht gibt mir der Älteste ja... Moment, welcher Älteste? Tja, sieht aber so aus, als würden wir das erst in der nächsten Folge erfahren. Und der startet uns dann irgendwie mit einem Flaschenwärmer aus oder irgendeiner besonderen. Ups. Das wollte ich nicht. Moment, sind jetzt wirklich alle verschwunden? Tatsache, die sind alle weg. Na toll. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Moment, noch zum Endenverwandeln. Und beim nächsten Mal schauen wir, wie wir an das Quellwasser kommen. Ich bin Xi. Das war's mal wieder von The Legend of Zelda Twilight Princess. Ciao, Leute.